Das System Erde, präsentiert von der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Geologischen Vereinigung der DGGV. Die Videoreihe wendet sich an alle an geowissenschaftlichen Themen Interessierte, insbesondere Lehrerinnen und Lehrer an Schulen und natürlich Schülerinnen und Schüler. Sämtliche Videos und dazugehörige Webseiten mit Texten, Abbildungen und Vorlagen stehen Bildungseinrichtungen zur freien Nutzung zur Verfügung. Wir hoffen, dass Ihnen diese Videoreihe gefällt und würden uns über Kommentare sehr freuen. Hallo allerseits und willkommen zu einer weiteren Folge der Videoreihe zum System Erde. In diesem Video möchte ich mich mit unterschiedlichen Arten von Transformstörungen befassen. Es gibt nicht nur diejenigen zwischen zwei Segmenten eines mittelozeanischen Rückens, die ich im vorigen Kapitel im Detail besprochen habe, um das Prinzip der Transformstörungen zu zeigen. Es gibt auch Transformstörungen zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Plattengrenzen. Und um die soll es hier gehen. Noch einmal kurz zur Wiederholung. Die Transformstörung läuft immer genau von Transformationspunkt zu Transformationspunkt und nicht darüber hinaus. Die in der Morphologie, insbesondere des Meeresbodens, oft gut erkennbare Fortführung der Transformstörung ist die Bruchzone, an der die Platten sich aber in die gleiche Richtung bewegen. Hier handelt es sich deswegen nicht mehr um eine Transformstörung. Nun gibt es natürlich nicht nur zwischen zwei Rückensegmenten, wie wir sie in hoher Zahl an den mittelozeanischen Rückensystemen finden, eine Transformstörung, sondern auch, wenn es sich um unterschiedliche Plattengrenzen handelt. Also zum Beispiel auf der einen Seite ein mittelozeanischer Rücken und auf der anderen Seite eine Subduktionszone. Ich beginne mit zwei Beispielen für eine Transformstörung zwischen einem mittelozeanischen Rücken und einer Subduktionszone. Eine solche Transformstörung ist im Gegensatz zur Rücken-Rücken-Transformstörung nur in den seltensten Fällen stabil in ihrer Länge. Im Gegenteil, die Länge der Transformstörung verändert sich, wie ich gleich zeigen werde. Oben ist zu sehen, wie die Transformstörung durch die Plattenbewegung länger wird. Unten wird sie verkürzt. Das hängt von der Subduktionsrichtung in der Subduktionszone ab. Man nennt das die Polarität der Subduktionszone. Oben wird die in hellblauer Farbe dargestellte Platte unter die grünliche subduziert. Unten ist es andersherum. Schauen wir uns an, wie die Transformstörung länger bzw. kürzer wird. Oben wird die grünliche Platte durch die Neubildung ozeanischer Kruste am mittelozeanischen Rücken größer. Ihr wird aber in der Subduktionszone nichts weggenommen. Das ist unten anders, denn da subduziert die grünliche Platte unter die blaue, weshalb die Transformstörung verkürzt wird. Halten wir also fest, dass es bei unterschiedlichen Plattengrenzen an den Enden einer Transformstörung zu einer Längenzunahme oder einer Verkürzung der Transformstörung kommt, je nach Polarität der Subduktionszone. Ein Beispiel, bei dem man die Verkürzung einer Transformstörung recht gut nachvollziehen kann, ist die Mendocino-Transformstörung zwischen der Juan de Fuca-Platte und der pazifischen Platte. Vor etwa 40 Millionen Jahren gehörte die Juan de Fuca-Platte noch zur Farallon-Platte. Das war eine größere Platte, zu der zu dieser Zeit auch noch die heutige Cocos-Platte und die Nazca-Platte weiter im Süden gehörten. Die Mendocino-Transformstörung war zu dieser Zeit eine normale Rücken-Rücken-Transformstörung. Die Farallon-Platte wurde aber immer weiter unter Nordamerika subduziert und vor etwa 30 bis 35 Millionen Jahren erreichte die Mendocino-Transformstörung dann die Subduktionszone, sodass aus der Rücken-Rücken-Transformstörung eine Rücken-Subduktionszonen-Transformstörung wurde. Und seitdem wird die Mendocino-Transformstörung immer kürzer und die Juan de Fuca-Platte immer kleiner. Sehen wir uns als nächstes Transformstörungen zwischen zwei Subduktionszonen. Da gibt es drei Möglichkeiten, wie sich die Transformstörungen entwickeln. Wir haben es entweder mit gegenläufigen Subduktionszonen zu tun, dabei kann es zur Verkürzung, aber auch zur Längenzunahme kommen. Das hängt von den jeweiligen Plattenbewegungsgeschwindigkeiten ab. Wenn beide Subduktionszonen hingegen in die gleiche Richtung laufen und mit der gleichen Geschwindigkeit subduzieren, wird die Transformstörung ihre Länge beibehalten. In dieser Animation ist die Mitte
ist in der Mitte die Situation mit zwei Subduktionszonen in der gleichen Richtung dargestellt. Hier bleibt die Transformstörung konstant. Bei gegenläufigen Subduktionszonen wird sich die Transformstörung in Abhängigkeit von der Richtung der Subduktion entweder verkürzen, wie im linken Beispiel, oder sie gewinnt an Länge, wie rechts zu sehen ist. Man sieht also auch hier, dass es von der Geschwindigkeit der Subduktion und vor allem von ihrer Polarität abhängt, ob es zur Verkürzung oder zur Längenzunahme an der Transformstörung kommt. Ein schönes Beispiel für eine Transformstörung, die zwei Subduktionszonen miteinander verbindet, gibt es in Neuseeland. Im Norden Neuseelands befindet sich die Hikurangi-Rinne, wo die pazifische Platte unter die indo-australische Platte subduziert wird. Südlich von Neuseeland ist es andersherum. Dort wird die indo-australische Platte unter die pazifische Platte subduziert. Und zwischen den beiden Subduktionszonen liegt die Alpine-Transformstörungszone. Die ist benannt nach den neuseeländischen Alpen. In der hier vorliegenden Konstellation wird die Alpine-Störung vermutlich länger werden. Man bezeichnet eine solche Situation, bei der sich auf relativ kurzer Strecke die Subduktionsrichtung umkehrt, auch als Subduktionsflip. Die meisten Transformstörungen finden sich zwischen Segmenten der mittelozeanischen Rücken. Manchmal gibt es jedoch auch Situationen, wo Transformstörungen kontinentale Kruste durchschneiden, die dann auch an Land untersucht werden können. Zwei bekannte Beispiele dafür möchte ich kurz ansprechen. Zum einen die wohl den meisten bekannte San Andreas-Störung in Nordamerika und zum anderen die nordanatolische Störung in der Türkei. Und auch die ostanatolische Störung, an der sich im Februar 2023 ein sehr schweres Erdbeben ereignete, ist eine Transformstörung. Wir sehen uns zunächst die an San Andreas-Störung an. Sicher haben die meisten schon einmal Bilder von der San Andreas-Störung, wie das hier gezeigte, gesehen. Da sie über weite Teile durch wüstenartige Zonen läuft, sind die Strukturen, die durch laterale Bewegung entstanden sind, oft sehr markant in der Landschaft zu sehen. Die San Andreas-Störung zieht sich von der Subduktionszone im Norden bis hinunter nach Palm Springs im südlichen Kalifornien. Im Norden befindet sich ein Trippelpunkt zwischen zwei Transformstörungen. Das sind die Mendocino-Störung, die eben schon erwähnt wurde, und die San Andreas-Störung und einer Subduktionszone. Das ist die Cascadia-Subduktionszone, entlang derer es auch immer wieder zu Vulkanausbrüchen kommt, wie zum Beispiel 1980 der Mount St. Helens. Trippelpunkte werde ich später noch in einem eigenen Kapitel besprechen. Im Süden geht die San Andreas-Störung in eine ganze Serie von Spreizungszonen und kleineren Transformstörungen über, die sich durch den gesamten Golf von Kalifornien hindurchziehen. Vor 40 Millionen Jahren befand sich an der Küste in diesem Bereich noch eine Subduktionszone, die allerdings durch die Kollision mit dem mittelozeanischen Rücken zwischen Farallonplatte und der pazifischen Platte verschwand, weil sich dadurch auch die Plattenbewegungsrichtungen in dieser Zone fundamental änderten. Aus der Konvergenzbewegung in der Subduktionszone wurde eine Lateralbewegung, wie sie in Transformstörungen typisch ist. Ein weiteres Beispiel für eine immer wieder aktive Transformstörung in kontinentaler Kruste ist die nordanatolische Störung in der Türkei zwischen europäischer und anatolischer Platte. In dieser Störungszone kommt es regelmäßig zu schweren Erdbeben, zuletzt 1999 mit einem schweren Erdbeben in der Region von Izmit. Und das eben schon erwähnte schwere Erdbeben in der Türkei im Frühjahr 2023 gehört allerdings nicht zu dieser Störungszone, sondern zur ostanatolischen Störungszone, die ebenfalls eine Transformstörung darstellt und die im Osten der Türkei mit der nordanatolischen Störung zusammentrifft. Soweit erstmal zu den verschiedenen Arten von Transformstörungen. Ich werde im nächsten Kapitel auf geometrische Zusammenhänge in der Plattentektonik eingehen, und zwar insbesondere, wie sich die Bewegungen auf einer Kugel darstellen. Für dieses Mal danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Ich empfehle die Fortsetzung mit dem Video zu Plattenbewegungen und Rotationen auf einer Kugel.